begrüße euch recht herzlich zur heutigen Vorlesung der Computergrafikreihe. Heute werden wir uns mit dem Thema WebGL 2 auseinandersetzen. Bisher haben wir die Grundlagen von OpenGL mit C++ gelernt. Jetzt wollen wir unser Wissen einmal ins Web übertragen. Dazu werden wir im Folgenden erfahren, wie wir einen OpenGL-Kontext im Browser aufbauen. Wir werden WebGL 2 für unseren OpenGL-Kontext verwenden. Das Praktische an WebGL 2 ist, dass OpenGL 3.0 ES, also Embedded Systems, verwendet wird. OpenGL 3.0 ES ist eine abgespeckte Version von OpenGL und es ist für eingebettete Systeme wie Smartphones und Tablets konzipiert. Es wird von Chrome, Edge, Firefox und so weiter unterstützt. Damit können wir sofort mit der Programmierung beginnen. Das Einzige, was wir nur noch brauchen, ist ein Browser, zum Beispiel Chrome, und ein Texteditor, zum Beispiel Notepad++. Hier noch eine kleine Anmerkung zur Vorlesung. Ich werde hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Diese Vorlesung soll euch nur zeigen, wie ihr WebGL 2.0 verwenden könnt und wie ihr euer bisheriges Wissen für die Webprogrammierung verwenden könnt. Für die weitere Lektüre empfehle ich euch hier die folgenden Links, also einmal Realtime, 3D Graphics für WebGL 2, dann WebGL Programming Guide, dann die WebGL Fundamentals und Fun with WebGL 2. Die haben da sogar einen eigenen YouTube-Kanal mit den Beispielen dazu. Also schaut euch einfach mal die Links an und da findet ihr dann bestimmt noch weitere Details zu den Beispielen. Bevor wir loslegen, benötigen wir noch einige Programme. Ich habe für die folgenden Beispiele Chrome und den Notepad++ benutzt. Zunächst beginnen wir mit dem HTML und Headtag. Also wir öffnen sozusagen jetzt unser Notepad und wir werden jetzt einfach mal die folgenden Zeilen dort hineinschreiben. Im Headtag definieren wir den Titel mit dem Befehl Title. Wir nennen unsere Seite WebGL 2 Start und der Titel wird mit den eckigen Klammern initiiert und mit den Slash dann beendet. Also sozusagen eckige Klammer, Title, dann schreiben wir den Titel rein, WebGL 2 Start und dann wieder eckige Klammer und dann Slash Title, um sozusagen den Titel damit zu beenden. Anschließend legen wir den Stil unseres Kontextes fest. Wir definieren einen grauen Hintergrund und eine durchgehende schwarze Linie als Umriss. Auch hier definieren wir das in einer sogenannten Style-Umgebung, wo wir CSS verwenden. Also wir verwenden einfach für den Hintergrund, schreiben wir Body Background, dann geben wir hier diese Farbe an. Und wir verwenden hier für den Canvas sozusagen eine schwarze Umrandungslinie, die dann 3px groß ist. Dann definieren wir den Body Tag und innerhalb dieses Tags definieren wir noch einen Scriptblock, in dem wir unseren WebGL-Code später einfügen werden. Der WebGL-Kontext wird dann später innerhalb der Leinwand, also der Canvas-Umgebung, gezeichnet, sofern nicht eine Fehlermeldung erscheint. Hier definieren wir unsere bekannte Auflösung mit der Breite 800 und der Höhe 600. Und das geschieht dann ebenfalls mit diesen Begriffen Width und Height. Und wir setzen jetzt unsere Canvas-Umgebung und setzen die ID GL Canvas. Und sollten wir dann halt das nicht laden können, würden wir halt diese Fehlermeldung hier sehen, die ich dort hingeschrieben habe. Also HTML5 Canvas is not supported by your browser. Und insgesamt sieht unser Code bisher so aus, wenn wir die Zeilen in ein neues Dokument einfügen und die Datei als start.html abspeichern, können wir dann mit Chrome die Datei mit Chrome öffnen und sehen dann Folgendes. Also dieses Fenster sehen wir hier, das ist natürlich bisher noch nichts Spannendes. Wir werden nun diese Leinwand in der Mitte, also die schwarz umrandet ist, nun Stück für Stück mit Leben füllen. Chrome hat ein sehr nützliches Werkzeug für die weitere Entwicklung. Wir drücken einfach STRG Umschalt J und die Entwicklerkonsole wird geöffnet. Hier findet ihr nun die Möglichkeiten, die Fehlermeldung zu sehen und ihr könnt auch in der Konsole einzelne Fehler ausführen.
Also während der Laufzeit könnt ihr auch hier einzelne Variablen beispielsweise abändern und ihr seht dann sofort, wie sich dann das Fenster oder euer OpenGL-Kontext ändert. Das ist natürlich sehr nützlich, um jetzt auch mal schnell was zu prototypen. Innerhalb der Skriptumgebung definieren wir uns zunächst eine globale Variable GL. Und das machen wir mit var für Variable GL. Das schreiben wir dann direkt unter. Also schreiben wir am Anfang der Skriptumgebung und dann mit dem Befehl Document Get Element by ID setzen wir den Canvas für den WebGL-Kontext. Sofern der danach nicht existiert, werfen wir in der Konsole eine Fehlermeldung aus. Im anderen Fall setzen wir auf Canvas Get Context und dann WebGL2. Damit erhalten wir einen Rendering-Kontext auf der Leinwand zurück. Während das Fenster geladen wurde, rufen wir die Init-Funktion auf. Man beachte, dass die ID für den Canvas gleich heißen muss wie oben in der Element by ID. Also das, was wir unten geschrieben haben, Canvas ID, da haben wir GL Canvas geschrieben und genau das schreiben wir dann oben auch in der Get Element by ID als Argument hinein. OpenGL benötigt die Größe des Rendering-Fensters und wir stellen die Hintergrundfarbe ein. Das WebGL-Pendant lautet dann genauso, nur dass wir nach den GL einen Punkt setzen, eben weil wir die Variable GL gesetzt haben. Also nochmal, oben war dann sozusagen das, was wir in C++ geschrieben haben. Also wir haben den GL-Viewport gesetzt und wir haben dann die Farbe geklärt und haben das auf einen etwas dunkelblauen Hintergrund gesetzt und haben danach auch den Farbbuffer gelöscht. Und genau das gleiche machen wir jetzt hier 1 zu 1 für WebGL. Die Befehle sind auch gleich, nur wie gesagt, wir schreiben jetzt GL.Viewport und ClearColor, ansonsten ist alles identisch. Wir ändern die Init-Funktion nun ab und fügen den Viewport und die ClearColor sowie den Clear-Befehl ein. Das heißt, wir haben jetzt die Init-Funktion ein bisschen mit Leben gefüllt und haben jetzt unsere typischen Befehle dort eingefügt. Und wenn wir nun unsere HTML-Datei öffnen, dann sehen wir, dass wir schon mal eine Hintergrundfarbe erzeugt haben. Das heißt, all das, was wir am Anfang jetzt mit C++ gemacht haben, haben wir jetzt mit ein paar Zeilen Code schon erreichen können. Wir kommen zum zweiten Teil. Wir wollen nun ein Dreieck zeichnen. Um nun ein Dreieck zu zeichnen, organisieren wir den Code etwas sauberer, indem wir Funktionen verwenden. Also wir machen es einfach alles ein bisschen einfacher in unserer HTML-Datei. Und wir wollen das halt alles ein bisschen auslagern und gleich besser organisieren. Das heißt, wir brauchen dann als nächstes die folgenden Funktionen. Wir brauchen initBuffers, getShader, initProgram, door und die initFunktion. Dann brauchen wir noch ein paar globale Variablen. Wir brauchen wieder eine für den WebGL-Kontext, dann eine für das auszuführende Programm, ein VAO, ein VBO und ein EBO sowie die Indizes des Dreiecks. In der initBuffer-Funktion definieren wir die Vertices des Dreiecks und die Indizes. Auch hier orientieren wir uns wieder an die Vorlesung Hello Triangle. Also in der initBuffer-Funktion legen wir also eine rw-Vertices an und wir schreiben hier auch wieder die x, y und z-Komponente genau, wie wir das auch bei der C++-Version getan haben. Und die Indizes lauten dann 0, 1 und 2. Anschließend binden wir dann den VAO, also auch hier benutzen wir wieder einen createVertexArray-Befehl, diesmal gl.createVertexArray. Dann binden wir das VertexArray, alles was danach folgt, wird dann wieder an das VAO gebunden, das haben wir ja schon kennengelernt. Wir erschaffen uns einen Buffer, einen VBO-Buffer. Wir binden den wieder, in Klammern schreiben wir dann auch gl-ArrayBuffer, das kennen wir auch, nur wieder mit gl.ArrayBuffer. Dann übergeben wir halt unseren Vertex-Array, setzen dann wieder auf gl-static-draw und übergeben dann auch einen Vertex-Add-Repointer an die Position 0. Und ebenso verfahren wir bei den EBO, diesmal ist das ein Element-Array-Buffer. Auch hier übergeben wir dann die Indizes
Und am Ende setzen wir dann alles wieder auf 0. Also wir machen das genauso, wie wir das jetzt schon unzählige Male getan haben. Anstelle, dass wir nun die Layout-Location verwenden, um die Datei auf der GPU zu adressieren, können wir auch dann noch nach der Location durch getAttributeLocation fragen und das dann verwenden. Das hätten wir dann auch schon auf der C++-Seite machen können, aber da hatten wir es immer so gelassen. Aber hier nochmal einfach auf in WebGL. Wir machen das diesmal einfach mal anders. Also hier verwenden wir dann die getAttributeLocation, das heißt, wir fragen den Shader, wo haben wir jetzt die Vertex-Position, und gerade diese Vertex-Position, die verwenden wir dann, um halt die Daten an den Shader zu schicken. Die Shader definieren wir dann in einer gesonderten Skriptumgebung. Wir nennen die Umgebung Vertex Shader und schreiben dann den Code hinein. Wir verwenden einen einfachen Shader, der nur die Vertices an den Fragment Shader weiterreicht. Eine Besonderheit ist, dass wir die Präzision durch High P, Medium und Low P, also Medium P und Low P angeben können. Eine niedrige Präzision kommt mit weniger intensiven Berechnungen, aber einer höheren Leistung. Und für unsere Zwecke reicht eine mittlere Präzision. Also auch hier in dem Vertex Shader passiert jetzt nichts außergewöhnlich. Es ist genauso wie bei dem anderen Beispiel in der C++-Umgebung. Nichts Spannendes ist hier passiert. Und auch hier übergeben wir dann einfach mit GLPosition die Vertex-Position an den Fragment Shader. Und analog dazu schreiben wir den Fragment Shader auch in eine Skriptumgebung. Hier zeichnen wir die Fragmente innerhalb des Dreiecks einfach orange. Also auch hier passiert im Fragment Shader nichts Außergewöhnliches, nur dass wir dann die Frag Color auch rausgeben und auf orange setzen. In der getShader-Funktion übergeben wir dann eine ID, die dann auf den Vertex oder Fragment Shader hindeutet. Wir extrahieren dazu den Text, indem wir text.trim aufrufen, und anschließend unterscheiden wir, ob wir es mit einem Vertex oder Fragment Shader zu tun haben. Dementsprechend erschaffen wir dann halt auch einen Shader. Also je nachdem, was haben wir jetzt für einen Skripttyp, den haben wir dann angegeben oben. Also entweder haben wir x-Shader x-Vertex oder x-Shader x-Fragment. Und wenn wir jetzt einen Vertex-Shader haben, dann schreiben wir gl-create-shader und übergeben dann gl.vertex-shader, andernfalls gl.fragment-shader. Und dann setzen wir den Code an den Shader, also übergeben den Code an den Shader, und dieser wird dann anschließend kompiliert. Und am Ende fragen wir noch, ob der Shader ordnungsgemäß kompiliert wurde. Falls das nicht so ist, übergeben wir halt die Fehlermeldung, die wir erhalten, an die Konsole. Das heißt, dort, wo wir halt die Entwicklungsumgebung aufgemacht haben mit Steuerung Umschalt J, würden wir dann halt potenzielle Fehler auch wahrnehmen. Gut, und wenn das alles erfolgreich war, dann geben wir dann halt den erfolgreich kompilierten Shader als Rückgabewert zurück. In der initProgram-Funktion setzen wir den Vertex- und Fragment-Shader, dann generieren wir unser Programm und fügen die beiden Shader an. Anschließend linken wir das Programm und fragen an, ob es Fehler gab. Also auch hier haben wir jetzt sozusagen unsere Shader zurückbekommen, einmal den Vertex, einmal den Fragment-Shader. Dann erschaffen wir unser Programm, indem wir dann gl-create-program aufrufen. Dann fügen wir die Shader an mit gl-attach-shader. Das ist auch etwas, was wir unzählige Male vorher schon gesehen haben. Dann linken wir unser Programm, und wenn es da wieder Probleme gab, geben wir halt mögliche Fehlermeldungen wieder an die Konsole aus, und ansonsten benutzen wir das Programm einfach. Und dann in unserer Zeichenfunktion setzen wir den Viewport und leeren, dann den Farb- und Tiefenbuffer. Wir binden noch den VRO und zeichnen am Ende das Dreieck. In dem Fall ein einzelnes Dreieck. Hier übergeben wir die Länge des Indizes, also indices.length, also an unsere Funktion drawElements, und müssen danach noch den Typ angeben. Und hier hatten wir dann gl unsigned short verwendet für die Indizes.
Wie gesagt, wir verwenden Unsigned Short, weil wir eben UInt16 als RW für die Indizes angegeben haben. Also in der InitBuffer-Funktion. Ja, und auch hier passiert nichts Außergewöhnliches. Und in der Init-Funktion rufen wir nun einfach unsere Init-Programmfunktion auf, die InitBuffer, und zeichnen schließlich die Daten. Ja, also hier haben wir dann nach der Clear-Kalle einfach InitProgram, InitBuffers und die Draw-Funktion aufgerufen. Und wenn wir jetzt unsere HTML-Datei in Chrome öffnen, erblicken wir unseren bekannten Freund, ein orangefarbenes Dreieck. Im nächsten Schritt der Vorlesungsreihe haben wir uns mit Texturen beschäftigt und das wollen wir jetzt auch übertragen. Dazu wollen wir als nächstes ein Quadrat zeichnen, auf dem wir dann eine Textur legen wollen. Und zum Laden von Bildern für die Texturen müssen wir einen Server in unserem Ordner aufsetzen. Dazu haben wir viele verschiedene Optionen. Zum Beispiel könnten wir da so XAMPP, Easy, PHP, AMPs und so weiter verwenden. Die für mich einfachste Lösung, auf die ich gestoßen bin, war einfach die Verwendung von Python. Also nochmal, wir müssen jetzt wirklich einen Server aufsetzen in dem Ordner, wo sich dann unsere HTML-Dateien befinden. Andernfalls würden wir die Textur nicht sehen, da es sonst halt zu Fehlermeldungen kommt. Gut, für mich war das halt praktisch. Ich hatte halt die Lösung mit Python gefunden, weil ich dann Anaconda installiert habe. Was ich dann gemacht habe, ich habe ein Terminal geöffnet. Also wie gesagt, ich habe das Anaconda Prompt Terminal geöffnet. Anschließend habe ich mich dann zum Verzeichnis navigiert, in dem ich die HTML-Datei abgelegt habe. Also CD, dann C und dann halt, wie gesagt, den Ordner der Datei. Und nun ist die Frage, welche Python-Version ihr habt. Wenn ihr Python 2 habt, schreibt dann einfach den Befehl Python, dann -m, simple HTTP Server 8000. Und für den Fall, dass ihr Python 3 verwendet, das war bei mir so der Fall, dann habe ich dann Python-m http.server8000 geschrieben. Ja, das wurde dann erfolgreich ausgeführt und dann bin ich dann in mein Chrome gegangen und habe dann einfach http://localhost und 8000 angegeben und dann einfach den Namen der HTML-Datei. Ja, und schon hatte ich dann halt meinen Server aufgesetzt. Gut, für dieses Beispiel, dass wir jetzt nun Texturen auf das Quadrat abbilden, brauchen wir nun wieder neue globale Variablen. Und dazu kommen halt noch ein paar Variablen. Diesmal halt VBO-TC, also ein VBO für die Texturkoordinaten, sowie dann eine Textur, die ich dann hier auch hervorgehoben habe. In unserer InitBuffer-Funktion schreiben wir nun die Vertex-Position, die Texturkoordinaten und die Indizes, wie auch in die entsprechenden Vorlesungen hinein. Also hier die Vertices 0,5, 0,50, 0,5, minus 0,50, minus 0,5, minus 0,50 und minus 0,5, 0,5 und 0. Also wir wollen jetzt, wie ihr das jetzt hier auch seht, sozusagen zwei Dreiecke zeichnen, die aneinandergereiht dann halt ein Quadrat ergeben. Und die dementsprechenden Texturkoordinaten habe ich dann auch gleich angegeben und auch die entsprechenden Indizes. Und das sind genau die gleichen, die wir halt auch in der Vorlesung verwendet haben über Texturen. Hierzu kommt die Initialisierung des Texturkoordinatenbuffers. Wir setzen es diesmal an die Location 1. Also auch hier erzeugen wir uns dann wieder einen Buffer für VBOTC. Wir binden den Buffer und übertragen dann halt die Texturkoordinaten an den Shader und setzen das auf die Vertex-Position an der Location 1. Dann müssen wir natürlich auch den Vertex-Shader, das ist jetzt nicht überraschend, anpassen. Wir geben also hier noch zusätzlich die Texturkoordinaten und die, ja, die vorhandenen Vertex-Positionen an. Und die Texturkoordinaten geben wir dann in gewohnter Weise wieder an den Fragment Shader weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Out-Variable definiert, Out weg 2 TC und wir setzen TC ist gleich ATechCords.
Und das wird halt genau an den Fragment Shader übergeben, weil diese Out-Variable den gleichen Namen trägt wie die In-Variable, wie ihr seht. Also im Fragment Shader rufen wir zusätzlich noch UTexture als 2D Uniform Sample auf. Das ist dann die Textur, in der man halt später auch unser Bild übergeben wird. Und ja, also da wird dann später sozusagen unsere Textur drauf zugegriffen, und für die Farbe greifen wir dann auf die Textur an der Stelle der übergebenen Texturkoordinaten auf. Und dafür rufen wir dann halt auch im Fragment Shader wieder die Funktion Texture auf. Wir übergeben dann halt den 2D-Sampler, UTexture, und auch die entsprechenden Texturkoordinaten TC. Nun erzeugen wir noch eine Funktion innerTexture, in der wir die Textur erzeugen und sie schließlich binden wollen. Wir erstellen dazu ein neues Bild durch NewImage. Ja, das ist jetzt etwas, was jetzt JavaScript-typisch ist. Dann benutzen wir den onLoad-Befehl, der dafür sorgt, dass die Kommandos innerhalb erst ausgeführt werden, wenn das Bild geladen wurde. Ja, würden wir das nicht tun, würde das Rechteck schwarz bleiben. Innerhalb der onLoad-Funktion flippen wir die Y-Koordinate und geben an, was das Bild außerhalb der erlaubten Texturkoordinaten tun soll. Nach der Funktion geben wir den Pfad an, wo sich das Bild befindet. Also nochmal, würden wir das hier nicht machen, dieses Image.onLoad, kann es dann halt sein, dass das Bild noch nicht rechtzeitig geladen wurde, wir aber mit der Innetexture schon durchgelaufen sind und wir dann sozusagen ein schwarzes Bild einfach an den, oder ein nicht initialisiertes Bild an den Shader übergeben, das dann einfach dann schwarz bleibt. Gut, und ansonsten die ganzen Befehle, die Textur, Parameter i und so weiter, das sind ja auch dann bekannte Funktionalitäten, die wir auch in der Texturvorlesung schon kennengelernt haben. Also hier definieren wir, was passiert dann an der Web-Stelle, an der Position S und T, also was passiert, wenn wir da außerhalb der Texturkoordinaten sind. In dem Fall setzen wir hier beides auf Clamp to Edge. Und wir geben auch an, was dann passiert, wenn wir halt herauszoomen, wie sich das Bild dann halt verhält. Im nächsten Schritt aktivieren wir die Textur in der Draw-Funktion und senden sie als Uniform an den Shader. Mit dem Befehl Request Animation Frame teilen wir dem Browser mit, dass wir eine Animation ausführen möchten, sodass wir den Browser auffordern, eine bestimmte Funktion immer wieder aufzurufen, um eine Animation vor dem nächsten Neumalen zu aktualisieren. Das bedeutet, hier wird immer wieder die Draw-Funktion aufgerufen, und sozusagen kann man das jetzt deuten wie unsere Renderschleife, die wir halt schon mal kennengelernt haben. Also hier Request Animation Frame geben wir halt die Funktion Draw an, das heißt, diese Draw-Funktion wird immer und immer wieder aufgerufen. Gut, und die Init-Funktion ruft dann Init-Program, Init-Buffers, Init-Texture und dann letztlich Draw auf. Und am Ende halten wir unser bekanntes texturiertes Quadrat. Nun wollen wir als nächstes einen Würfel darstellen und den bewegen. Jetzt kombinieren wir unser Wissen über die Einrichtung der Kamera, der Modell, der Ansicht- und der Projektionsmatrix. Und ähnlich wie die GLM-Bibliothek in C++ benötigen wir eine Bibliothek für WebGL, die das Gleiche halt macht. Und dafür verwenden wir die Bibliothek GLMatrix, die ihr hier auf diesen Seiten, die ich angegeben habe, herunterladen könnt. Wir laden also die Bibliothek herunter und extrahieren den Ordner dort, wo auch eure HTML-Datei liegt. Wir legen dort einen Ordner Resources an und kopieren den Inhalt der GLM-Matrix dorthin. Wir nennen den Ordner dann in GL-Matrix um, und in unsere HTML-Datei springen wir nun zu der Codezeile mit dem Titel und fügen dann halt die Bibliothek hinzu. Und das machen wir, indem wir dazu wieder die Skriptumgebung verwenden und dann auf die Datei GL-Matrix -min verweisen. Das machen wir dann auch mit dieser Skriptumgebung und dann mit dem Source. Und hier geben wir dann halt diese Ordnerstruktur an. Also in unserem Resources-Ordner haben wir das,
diesen Ordner GLM-Matrix halt hineinkopiert, also GL-Matrix, das heißt, das haben wir umbenannt und dort befindet sich dann ein Ordner Dist und dort werden wir halt die GL-Matrix Min verwenden. Und nun haben wir halt auch alle Funktionalitäten von dieser Bibliothek zur Verfügung. Wir fügen nun wieder ein paar neue globale Variablen ein, diesmal Projection, Model und View. Diese werden dann für unsere Projektionsmodel und View-Matrix herhalten. Dann LastTime ist eine Variable, die wir brauchen werden, um unser Objekt gleichmäßig um einen Winkel, Angle zu rotieren. Der Vertex Shader wird um die entsprechenden Matrizen als Uniforms erweitert. Wir geben dann die Position auf gewohnter Weise weiter, indem wir Projection mal View mal Model mal Vec4 und unsere Position dann berechnen. Sonst wird hier nichts Neues eingefügt. Und das ist dann auch quasi, das sind auch bekannte Codezeilen. Anstelle eines Quadrats wollen wir nun aber wieder einen Würfel generieren. Wir verwenden dazu wieder die Vertex-Koordinaten und die zugehörigen Texturkoordinaten aus den vergangenen Vorlesungen. Wir fügen also diese Zeilen in die Init-Buffer-Funktion auf. Also einmal für die Vertices und einmal für die Texturkoordinaten. Diesmal haben wir zwei RWs für beides. Wir hätten jetzt auch beides in einem RW schreiben können, aber wir machen es jetzt diesmal so. Für die Kamera benötigen wir eine neue Funktion, die wir initCamera nennen. Wir erstellen zunächst eine 4x4-Matrix, indem wir die Funktion glmatrix.mat.create der GL-Bibliothek aufrufen. Anschließend erstellen wir eine Projektionsmatrix mit Mat4 Perspective. Hier geben wir die Ausgangsmatrix an, den Winkel, das Seitenverhältnis und die Fahr- und Nierebene. Das ist also analog zum C++-Code. Für die Model Matrix benutzen wir ähnliche Befehle zum Erstellen. Zunächst berufen wir wieder Mat4 Create auf und setzen die Matrix Model dann auf die Identitätsmatrix. Der folgende Translate-Befehl fügt eine Translation von 000 hinzu. Das macht natürlich nichts, aber ich habe es hier mal so gelassen, nur um euch zu zeigen, wie man eine Translation aufrufen würde. Danach fügen wir eine Drehung um 30 Grad um die Y-Achse aus und für die View-Matrix verwenden wir dann einfach die Identität. In einer neuen Animate-Funktion ändern wir über die Zeit den Winkel. Wir lassen uns die aktuelle Zeit durch DateGetTime zurückgeben. Der von der GetTime-Methode zurückgegebene Wert ist die Anzahl der Millisekunden seit dem 1. Januar 1970. Sofern LastTime zugeordnet wurde, was beim ersten Aufruf nicht der Fall sein wird, berechnen wir die vergangene Zeit als Differenz von der jetzigen Zeit zur Zeit beim letzten Aufruf der Funktion. Die Differenz wird dann hier mit 0,001 multipliziert und auf den Winkel hinzuaddiert. Damit erhalten wir eine gleichmäßige Rotation am Ende. Die Last Time wird dann Time Now zugeordnet. Wir erzeugen eine Renderfunktion, die ähnlich wie unsere Renderschleife funktioniert. Also die Methode RequestAnimationFrame teilt dem Browser wieder mit, dass wir eine Animation ausführen möchten und fordert den Browser auf, die Renderfunktion vor dem nächsten Neumalen zu aktualisieren. Die Renderfunktion ruft die Funktion Animate und Draw auf. In der Draw-Funktion bestimmen wir mit Kugelkoordinaten die Position der Kamera. Na, auch das ist jetzt nichts Neues, das haben wir auch in der entsprechenden Vorlesung schon mal kennengelernt. Wir berechnen dazu CamX und Y und Z und erzeugen dann einen dreidimensionalen Vektor Post für die Position. Zusätzlich setzen wir den Center auf 000 und den Abvektor auf 010. Also hier für Cam, X, Y und Z benutzen wir den Sinus mal Radius, dann Cosinus mal Sinus mal Radius, dann Cosinus mal Radius. Und die Position wird dann eben mit diesen drei Komponenten halt gefüllt.
Anschließend können wir die View-Matrix erzeugen, indem wir die GL-Matrix-Funktion lookat verwenden. Auch hier seht ihr schon, dass wir das genauso wie bei unserem C++-Beispiel erzeugt haben. Danach haben wir alle Matrizen erzeugt und wir können sie dann an den Shader übergeben. Also, das ist jetzt erstmal wieder nichts Neues. Wir haben jetzt hier unsere Matrizen und wir übergeben sie an unseren Shader mit Uniform Matrix 4FB. Und anschließend zeichnen wir dann das Objekt, indem wir GL Draw Arrays mit GL Triangles übergeben und dann halt mit den Argumenten 0 und 36. Und nun haben wir unseren rotierenden Würfel erzeugt. Kommen wir nun zu Navigation. Also es ist jetzt Zeit, unabhängig zu werden. Wir wollen uns also nun selbstständig in der Szene bewegen. Dafür benötigen wir nun einige neue globale Variablen. Und auch wie auch schon davor, orientieren wir uns an der entsprechenden Vorlesung. Auch hier benötigen wir die letzte X- und Y-Position der Maus. Dann, ob die Maus sich schon im Kontext befand, dann den Yaw und den Pitch-Wert zum Umsehen. Des Weiteren brauchen wir die Kamerawerte, eine Click-Bool und die Delta-Time. Während der Navigation ändert sich die Ansichtsmatrix. Wir verwenden die Funktion lookAt und setzen das neue Zentrum, indem wir die Kameraposition und die Camera-Front addieren. Das Ergebnis ist dann Center. Daraufhin aktualisieren wir die View-Matrix und schicken sie an den Shader. Diesmal verwenden wir die Delta-Time, um die Sensitivität der Bewegung anzupassen. Delta-Time ist also die Differenz zwischen dem letzten und dem aktuellen Frame. In der entsprechenden Vorlesung hatten wir auch Delta-Time kennengelernt als den Wert, der dafür sorgt, dass wir uns unabhängig von dem System, auf dem wir uns gerade befinden, also ob wir einen sehr, sehr schnellen Rechner haben oder einen sehr langsamen Rechner, zumindest immer gleich bewegen. Andernfalls könnte es sein, dass wir uns natürlich sehr viel, viel schneller auf dem schnelleren System bewegen würden als auf dem langsameren. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen halt, dass die Benutzer immer die gleichen Erfahrungen auf den verschiedenen Systemen machen. Um abzufragen, ob Tasten gedrückt sind oder sich die Maus bewegt, fügen wir ein Ereignis-Listener hinzu, also ähnlich wie unsere Callback-Funktion auf C++-Ebene. Dazu verwenden wir den Befehl addEventListener und es richtet eine Funktion ein, die immer dann aufgerufen wird, wenn das angegebene Ereignis ausgeführt wird, also genau wie unsere Callback-Funktion. Und das sind jetzt so die typischen Befehle. Also wir können einen addEventListener hinzufügen, wenn wir beispielsweise eine Taste drücken oder wenn wir die Maustaste drücken oder die Maus bewegen. Und dazu schreiben wir die Funktion MouseDown und Up, die dann aufgerufen wird, wenn die Maustasten gedrückt werden. Ist das der Fall, setzen wir die Click-Boolean auf True und andernfalls dann auf False. Und die First Mouse Boolean wird dann ebenfalls auf wahr gesetzt. Wir fügen auch eine KeyDownHandler-Funktion ein, die dann bei Tastendruck aufgerufen wird. Das Steuern der Kamera wollen wir diesmal mit den Pfeiltasten übernehmen. Dazu fragen wir den Event Keycode ab. Wenn wir nach den Pfeilen nach oben drücken, ist das der Code 38. Nach unten wäre dann 40 und so weiter. Je nachdem, welche Taste gedrückt wird, addieren wir auf die aktuelle Kameraposition Camera Front multipliziert mit der Camera Speed. Die Funktion glmatrix.vec3.scaleandAdd multipliziert erst einen Vektor mit einem Skalar und addiert das Ergebnis dann auf einen anderen Vektor. Wir halten uns hier an die vergangene Vorlesung und verwenden das Kreuzprodukt des Vektors Camera Front und Up, um die Kamera seitwärts zu bewegen.
Das Ergebnis wird dann auch wieder skaliert und zu Camera Pos addiert. Sofern die linke Maustaste gedrückt wird, kann der Benutzer sich umschauen. Die Position der Maus auf dem Bildschirm fragen wir dann mit dem Befehl event.pagex und y ab. Damit können wir den Offset, also die Positionsdifferenz, zum letzten Frame bestimmen. Diesen Offset benutzen wir dann, um den Yaw- und Pitch-Wert zu aktualisieren. Auch hier sorgen wir dafür, dass der Pitch-Wert nicht die Werte 89 und minus 89 über- bzw. unterschreitet. Anschließend setzen wir einen neuen Frontvektor und damit können wir loslegen. Wir starten also die HTML-Datei und können uns endlich frei bewegen. Immer wenn wir die Maustaste drücken, können wir uns frei umher, also umschauen, und mit den Pfeiltasten können wir uns frei durch die Szene bewegen. Als nächstes wollen wir mal ein richtiges Modell laden. Also ein Würfel kann nach einer Weile wieder langweilig sein, deshalb wollen wir jetzt richtige Modelle laden. Und aus Gründen der Einfachheit und zu Bildungszwecken, didaktischen Gründen, schreiben wir wieder mal unseren eigenen einfachen OBJ-Loader. Wieder mal benötigen wir einige neue globale Variablen. Einerseits die Vertices, die Faces und natürlich die normalen. Bevor wir nun die OBJ-Datei laden, müssen wir wieder ein paar Vorbereitungen treffen. Es kann beispielsweise passieren, dass unser Code fertig durchlaufen ist, noch bevor die OBJ-Datei vollständig geladen wurde. Das bedeutet, dass das Array der Vertices, Faces und der normalen leer sind und es wird einfach nichts gezeichnet. Um dies zu vermeiden, können wir den Befehl async verwenden, um sicherzustellen, dass wir erst nach dem Laden des Modells weitermachen mit unserem Code. Die Verwendung ist dafür sehr einfach. Wir müssen nur den Befehl async vor unserer init-Funktion schreiben und den Befehl await vor der Funktion loadobj. Das heißt, genau das sorgt dafür, dass wir das, was wir jetzt in der loadobj durchführen, erst zu Ende ausgeführt wird, bevor wir die folgenden Funktionen aufrufen. Die loadobj benötigt als Input dann den Ort der obj-Datei und in der Funktion benutzen wir fetch und .text, um den Inhalt der Datei zu erhalten. Anschließend iterieren wir über alle Zeilen der Datei und suchen wieder nach einem V oder einem F für die Vertices oder für die Faces. Also auch hier ist nichts sonderlich Spannendes passiert. Der einzige Unterschied ist nur, dass wir auch die Await-Funktion vor Fetch setzen und Await vor Response.text, um anschließend die einzelnen Linien des Textes zu erhalten. Und danach iterieren wir über alle Linien und die einzelnen Zeilen, also die einzelnen Linien, haben wir dann in der Variablen Line übergeben. Doch hier fragen wir zunächst ab, ist dann die Line, ist die quasi leer oder fängt die mit einer Raute oder mit einem Hash an? In dem Fall ist nichts oder wir haben halt einen Kommentar und dann können wir halt mit der nächsten Iteration weitermachen. Sofern wir nun allerdings ein V gefunden haben und das nächste Element ist dann ein Leerzeichen, splitten wir die Zeile auf und extrahieren die drei Koordinaten. Das heißt, das machen wir dann mit diesem Befehl line.split slash backslash s und nochmal slash. Also diese Zeile sorgt eigentlich dafür, dass wir dann wirklich die drei Zahlen extrahieren. Es könnte natürlich sein, dass ich jetzt eine Zahl habe, dann ein Leerzeichen, noch eine Zahl. Das ist natürlich der einfache Fall, den wir abdecken können. Aber diese Symbole sorgen dafür, dass ich auch die Zahlen extrahieren kann, wenn da eine unbestimmte Anzahl von Leerzeichen steht. Das heißt, wir nehmen sozusagen die erste Zahl, dann löschen wir alle Leerzeichen, die danach kommen, um dann die nächste Zahl zu extrahieren, grob gesagt. Gut, wir legen dann den Vertex auf den Vertices Array. Das heißt, hier mit diesem Line-Split können wir dann die drei Vertices rauslesen
Und diese packen wir dann auf unseren anfänglich leeren RW mit dem Push-Befehl. Und genauso machen wir das auch bei den Faces. Und auch hier denken wir daran, dass wir noch die 1 subtrahieren müssen, da wir bei OpenGL und WebGL immer mit dem Index 0 anfangen, aber bei OBJ das Datenformat fängt dann halt mit dem Index 1 an. Und im nächsten Schritt bestimmen wir wieder manuell die Normalen. Dazu iterieren wir wieder über alle Dreiecke und extrahieren die IDs der anliegenden Vertices. Und die Vertices des Dreiecks speichern wir dann als Koord 1 bis Koord 3 ab. Danach rufen wir die neue Funktion CalculateNormal auf und die daraus gewonnene Normale wird dann auf die bisherigen Normalen addiert und mit dem Flächeninhalt gewichtet. Wir fahren genauso wie in der Vorlesung Model Loading. Die Funktion berechnet zwei Kantenvektoren des Dreiecks und ermittelt dann schließlich die Normale. Auch hier haben wir dann wieder das Kreuzprodukt manuell angegeben. Also pro Dreieck wird jetzt sozusagen die Normale des Dreiecks ermittelt und diese Normale wird dann an das entsprechende Vertex geheftet. Wir normieren den Vektor und speichern den Flächeninhalt des Dreiecks als die vierte Komponente ab, um das dann halt später zu gewichten. Und in der init-buffer-Funktion vergiss bitte nicht, den Buffer mit den Vertices, den Normen und den Faces noch zu binden. Und hier nochmal die Normalen und die Faces. Ja, das heißt, auch hier habe ich dann wieder den Buffer gebindet für die Normals. Habe das dann an die Location 1 übergeben und auch mit den EBO, den habe ich dann auch als Element Array Buffer gebindet. Und anschließend rufen wir dann halt noch den korrekten DOR-Befehl auf, also DOR Elements mit GL Triangles und übergeben dann Faces Length, Unsigned Short und 0. Mit den richtigen Locations für unsere VBOs erhalten wir die Vertices und die Normalen, also die Position haben wir auf die Location 0 gelegt, die Normalen auf die Location 1, das seht ihr ja hier. Und wir haben auch wieder die Model View und Projection Matrix übergeben und die Normale übergeben wir dann wieder an den Fragment Shader, da wir dann dort halt auch wieder ein richtiges Shading ausrechnen wollen. Und hier berechnen wir das Phong Shading. Dafür berechnen wir einfach das Skalarprodukt aus der normierten Normalen und dem Vektor 001. Wir schreiben 001, weil die Kamera halt in die negative Z-Achse schaut. Und wir starten die HTML-Datei und wir sehen, dass wir in der Lage sind, ein OBJ-Modell zu laden. Und das ist das Ergebnis. Bevor wir die Vorlesung über Computergrafik beenden, müssen wir noch ein letztes Beispiel anführen, das in einem Computergrafikkurs aus meiner Sicht natürlich nicht fehlen darf. Und das wäre die Mandelbrotmenge. Die Mandelbrotmenge ist die Menge der komplexen Zahlen c, für die die Funktion z zum Quadrat plus c divergiert, wenn wir die Folge fc von 0 f von f0, f von f von f von c und so weiter anwenden. Nochmal kurz zur Wiederholung. Es sei z gleich a plus bi eine komplexe Zahl. Die Multiplikation mit sich selbst ergibt sich dann durch a plus bi mal a plus bi. Hier haben wir halt ein Produkt, wir können das ausklammern, wir erhalten dann a Quadrat plus abi plus abi plus b Quadrat i Quadrat und wir wissen, dass i Quadrat gleich minus 1 ist, das heißt die Multiplikation mit einer komplexen Zahl mit sich selbst ergibt dann a Quadrat minus b Quadrat für den Realanteil und 2ab für den imaginären Anteil. Wir berechnen mal dazu noch ein einfaches Beispiel. Es sei z gleich 0,5 plus 0,5i. Und die Frage lautet nun, ob diese komplexe Zahl
in der Mandelbrotmenge liegt. Zunächst wenden wir die Funktion auf die Zahl an. Das heißt, wir erhalten zunächst den ursprünglichen Punkt, also fc von 0. Wir setzen das dann halt ein und damit erhalten wir 0 zum Quadrat plus 1 halb plus 1 halb i und wir erhalten 1 halb plus 1 halb i. Also das ist ja genau unser ursprünglicher Punkt. Danach setzen wir eben diesen Punkt, also 1 halb plus 1 halb i, nochmal in die Funktion ein und erhalten dann 1 durch 2 Quadrat minus 1 durch 2 Quadrat plus 2 mal 1 halb mal 1 halb i plus 1 halb plus 1 halb i, also sozusagen plus der ursprüngliche Punkt, und das ergibt dann 1 halb plus 1 i. Und nun setzen wir diesen Punkt wieder in die Funktion ein, also wir verfahren jetzt sozusagen iterativ oder rekursiv besser gesagt, und das ergibt dann den Punkt minus 1 Viertel plus 3 halbe i. Das wird wieder in die Funktion eingesetzt und wir erhalten minus 27 Sechzehntel minus 1 Viertel i. Wenn wir uns die weiteren Werte anschauen, sehen wir, dass der Real- und der Imaginärteil immer größer wird. Man kann dann also zeigen, dass diese Folge nicht konvergiert. Daher liegt dieser Punkt eben nicht in der Mandelbrotmenge. Glücklicherweise haben wir auch eine äquivalente Formulierung, um zu prüfen, ob ein Punkt C zur Mandelbrotmenge gehört. Wenn die Länge eines Folgewerts irgendwann den Wert 2 überschreitet, gehört der Punkt nicht zur Mandelbrotmenge. Das bedeutet, dass wir während der Iteration prüfen können, ob die komplexe Zahl den Wert 2 überschreitet, also die Länge der komplexen Zahl. Und wenn ja, können wir die Iteration sofort unterbrechen. Wenn wir uns noch einmal die Folge des Punktes 1 halb plus 1 halb i anschauen, sehen wir, dass wenn wir die Funktion viermal angewendet haben, wir schon eine Länge von ungefähr 3,5 erhalten. Dieser Wert überschreitet offensichtlich den Wert 2 und somit liegt diese komplexe Zahl, also 1 halb plus 1 halb i, schon einmal nicht in der Mandelbrotmenge. Um diese Mandelbrotmenge zu visualisieren, müssen wir zunächst eine Ebene mit Texturkoordinaten erstellen. Das heißt, wir erstellen jetzt wieder unser Quadrat. Das haben wir vorhin schon gesehen, aber diesmal nehmen wir das Quadrat so und füllen es bildschirmfüllend. Das heißt, anstatt jetzt in normalisierten Gerätekoordinaten 0,5 hinzuschreiben, schreiben wir jetzt 1 minus 1, um dann wirklich das gesamte Fenster damit auszufüllen. Und ansonsten bleiben natürlich die Indizes gleich. Der Vertex-Shader ist dann nicht sonderlich spannend. Wir geben nur die Position weiter und sonst machen wir nichts weiter. Für den Fragment-Shader verwenden wir die bekannte Farbskala aus der letzten Vorlesung. Also dieser Code hier, das ist eigentlich nichts weiter als diese Color Map zu verwenden, die wir bei der letzten Vorlesung verwendet haben. Das heißt, ich hatte ja einen Link angegeben von einem GitHub-Repository mit verschiedenen Farbskalen und wir verwenden jetzt einfach wieder die gleiche Farbskala wie beim letzten Mal. Das ist sozusagen, diesen Code kopieren wir dann in unseren Fragment-Shader. Diesmal setzen wir die Präzision in unserem Fragment-Shader auf hoch, weil wir nämlich diesmal sehr genaue Berechnungen durchführen wollen. Und der Code für die Farbskala, wie gerade gesagt, kopieren wir dann einfach danach noch in den Fragment-Shader ein. Im Fragment-Shader setzen wir die Anzahl der Iterationen auf 50. Und zusätzlich definieren wir zwei zweidimensionale Vektoren, nämlich z und c, die dann unsere komplexen Zahlen darstellen sollen. Mit den Built-in-Variablen glFragCord können wir dann auf die Pixelkoordinaten auf dem Bildschirm zugreifen. Zusätzlich, also wir wissen ja, dass der Bildschirm die Ausdehnung 800 und 600 hat, und damit verschieben und skalieren wir diese Werte so, dass die Werte cx im Intervall minus 1 Drittel 1 Drittel und die Werte cy im Intervall minus 0,5 und 0,5 liegen. Das heißt, unser cx
Na, das habe ich dann hier geschrieben. Wir verwenden 4 Drittel mal die Frag Chord von x durch 800 minus 0,5, skalieren das dann mit einem Faktor, den ich oben angegeben habe, nämlich 3, und subtrahieren dann noch den Center. Also diese Gleichung, die ich jetzt hier hingeschrieben habe, dient einfach nur dazu, dass ich den Center so verschoben habe, dass wir in einem Bereich sind auf dem Bildschirm, der sich dann von den Koordinaten minus 1 Drittel bis 1 Drittel und minus 0,5 bis 0,5 verstrickt. Man hätte es auch anders wählen können, aber ich wollte dann halt die Mandelbrotmenge nur ja effizient auf dem Bildschirm ausfüllen. Danach iterieren wir über die Folge der Funktion. Für den initialen Punkt berechnen wir den Real- und den Imaginärteil. Wir bezeichnen das mit x und y. Danach überprüfen wir, ob die Länge größer als 2 ist. Und sofern das der Fall ist, brechen wir die Iterationsschleife sofort ab, weil die Folge mit dem Startpunkt dann definitiv divergiert und damit nicht mehr zur Mandelbrotmenge gehört. Und die Anzahl der Iterationen gibt letztlich die Farbe an. Also nochmal, wir fangen jetzt hier mit der Vorschleife an. Wir iterieren von 0 bis über die Anzahl der Iterationen. Dann setzen wir dann halt den x-Wert, den Float-x-Wert auf c.x zum Quadrat minus cy zum Quadrat plus cx. Also wir haben jetzt hier den Realanteil der komplexen Zahl angegeben, und für den y geben wir den Imaginärteil an. Das war ja genau 2 mal, wie wir es vorhin gesehen haben, 2 mal ab i, und das wäre dann hier einfach 2 mal zx zy und dann wieder den y-Wert von c, was hier auch der Imaginärteil ist. Und da überprüfen wir dann, ob dann die entsprechenden x- und y-Werte die Länge haben, also eine Länge haben, die größer als 2 ist. Und wenn das der Fall ist, wissen wir sofort, dass dieser Punkt nicht in der Mandelbrotmenge gehört. Und dann können wir diese Vorschleife sofort abbrechen. Andernfalls, wenn wir halt uns immer weiter in dieser Vorschleife befinden und immer weiter darüber iterieren, kann man ja davon ausgehen, oder das deutet zumindest darauf hin, dass dieser Punkt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon in der Mandelbrotmenge liegt. Das heißt, der Wert i wird nach Ende der Vorschleife dann den Wert, die Anzahl der Iterationen annehmen, also minus 1 dementsprechend. Und unser Fragment gibt dann letztendlich die Anzahl der erreichten Iterationen als unsere Farbskala wieder raus. Und wenn wir das jetzt endlich mal starten, die HTML-Datei, sehen wir die bekannte Mandelbrotmenge. Und diese Farbskala deutet jetzt darauf hin, wie weit sind wir denn in der Vorschleife vorgedrungen. Also diese lila Farbe ganz außen, das bedeutet, hier sind wir nicht weit gekommen. Da ist da wahrscheinlich schon nach der ersten Iteration sind wir rausgeflogen, weil wir eine Länge größer als 1 hatten. Und der Farbwert rot deutet darauf hin, dass wir hier mit der Vorschleife wirklich durchgelaufen sind und wir uns die ganze Zeit halt am Ende eine komplexe Zahl hatten, die eine Länge hatte, die kleiner als 2 war. Nun wollen wir das Ganze aber noch ein bisschen ausgefallener machen, noch ein bisschen aufwerten. Dazu benötigen wir wieder einen Timer. Wir definieren eine globale Variable TimeNow genau vor dem Aufruf der DOR-Funktion. Und in der DOR-Funktion verwenden wir einen Timer als Uniform, der startet nach 1000 Millisekunden. Dann wird über Request Animation Frame die DOR-Funktion wieder erneut aufgerufen. Damit wir im Fragment Shader auf die Zeit zugreifen können, schreiben wir also ein Uniform Float Time hin. Das ist dann das, was wir dann später halt, oder was wir dann übergeben haben, diese Zeit. Danach passen wir die Anzahl der Iterationen in Abhängigkeit von der Zeit an. Das heißt, je mehr Zeit vergeht, desto höher wird die Anzahl der Iterationen. Und zusätzlich benötigen wir noch die Variable Animation Speed sozusagen, die dann dafür sorgt, dass wir in den zu zeichnenden Bereich hineinzoomen. Der Rest des Codes bleibt gleich. Also die Idee, was wir jetzt machen wollen, wir wollen jetzt wirklich mal in die Mandelbrotmenge hineinzoomen. Und das bedeutet, der Bildschirmbereich wird dementsprechend kleiner, also c.x und c.y wird jetzt angepasst.
mit dem Animate Speed. Und wir müssen auch dafür sorgen, je tiefer wir sozusagen in die Mandelbrotmenge hineingehen, desto höher muss natürlich auch die Iteration werden, um dann das Ergebnis zu sehen. Und das machen wir hier mit den, ja, mit den interessanten Codezeilen. Und wenn wir nun die HTML-Datei starten, sehen wir das. Ich hoffe, euch hat das letzte Beispiel gefallen und ich hoffe, ihr konntet in der Vorlesung einiges über die Computergrafik und die Umsetzung lernen. Vor allem habt ihr gesehen, dass ihr keine Probleme habt, das gelernte Wissen auf andere Bereiche wie WebGL zu übertragen. Falls ihr wie immer Fragen zur Vorlesung habt, schreibt sie bitte in das Forum. Wir werden sie dann so schnell wie möglich beantworten. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch hat die Computergrafikreihe gefallen. Vielen Dank.